Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen auf unserem Kanal. Schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Folge der Morgenmeditation, wo ich mit euch ein paar Gedanken aus meiner morgendlichen Meditation teilen möchte. In der Spiritualität, im Entwickeln von spirituellem Bewusstsein geht es vor allem darum, über unser kleinkariertes Alltagsdenken hinauszugehen, darüber hinauszugehen, über ein Bewusstsein von ich brauche und ich will haben und ich muss tun, hinauszugehen und uns selbst und die Welt, wie sie ist, in einer größeren Perspektive zu sehen, in einem größeren Blickwinkel. Die vedischen Schriften helfen uns dabei ganz wesentlich. Und heute Morgen in meiner Morgenmeditation habe ich darüber reflektiert, welche Geschenke ich bekommen habe vom Leben, vom Universum, von Gott, wie auch immer wir das betrachten mögen, welche Geschenke ich bekommen habe und was uns alles zur Verfügung gestellt wird. In den vedischen Schriften wie der Bhagavad Gita zum Beispiel erfahren wir, dass wir als Menschen hier auf der Erde wesentlich abhängig sind von Halbgöttern zum Beispiel. Wir wissen auch ohne Spiritualität und auch ohne Schriften wissen wir, dass wir von Sonne und Mond abhängig sind. Wir wissen, dass wir von sauberer Luft abhängig sind und von sauberem Wasser. Ohne diese Dinge können wir nicht leben. Wir können nicht existieren. Wir können keine Nahrung produzieren. Uns wird so viel gegeben in dieser Welt und wir hören in der Bhagavad Gita, wie sie ist, beispielsweise, dass die Halbgötter uns mit allem zum Leben Notwendigen versorgen und dass aus diesem Grund auch gewisse Opferrituale mit in diese Welt gegeben wurden, um sich bei den Halbgöttern erkenntlich zu zeigen. Ja, das ist ein Geben und Nehmen im Austausch. Die Bhagavad Gita empfiehlt uns also, nicht nur zu nehmen, nicht nur im ganz einfachen Echsenbewusstsein zu sein von ich will haben, ich brauche, sondern uns in der richtigen Perspektive zu betrachten. Und gleichzeitig geht die Bhagavad Gita auch darüber hinaus, indem sie uns zeigt, in welchem größeren Zusammenhang all das steht. In welchem größeren Zusammenhang unser Leben steht, das Universum, höhere und niedere Mächte. So ermutigt uns die Bhagavad Gita, genau hinzuschauen, wer sind wir denn wirklich als ewiges, spirituelles und göttliches Wesen? Wer sind denn diese Halbgötter, die mit der Verwaltung von Gottes Energien betraut sind und das Sonnenlicht oder den Wind verwalten. Wer sind wir denn und wer sind all diese Personen, mit denen wir zusammen in diesem Universum wirken? Und weist uns zusätzlich darauf hin, dass es hinter all dem eine ursprüngliche Person und eine ursprüngliche Energie gibt, von der wir alle abhängig sind, die uns tatsächlich mit allem versorgt, der alles gehört, die alles durchdringt.
diese Person. Und wir können über die vedischen Schriften und über eine spirituelle Praxis diese höchste Person kennenlernen. Klar können wir sagen, dass das auch den Gesetzen der Resonanz unterliegt. Das heißt, wie ich in den Wald hineinrufe, schallt es auf mich zurück. So wie ich mich mein Leben ausrichte, dementsprechend erfahre ich auch und dementsprechend erhalte ich auch. Und ja, das ist so. Auch das wird in der Bhagavad Gita erklärt, dass wenn wir uns auf eine bestimmte Art und Weise ausrichten, indem wir ein bestimmtes Bewusstsein entwickeln, indem wir unser Handeln auf eine bestimmte Art und Weise ausrichten, dass dann wir von Bedeckung, Illusion frei werden, dass wir klarer werden, dass wir von Einfluss niederer Energien auch Freiheit finden können. Aber hinter all dem steckt auch Person, genauso wie hinter der Energie in diesem Körper. Ja, da gibt es vielfältige Energien, hinter der ganzen Verdauung, hinter der ganzen Bewegung und Aktivität, hinter all dem steckt eine Person, Individualität. Und genauso steckt hinter den kosmischen Energien, hinter dem Universum auch eine Person. Und das ist, die wird in den Veden unter anderem als Krishna beschrieben. Krishna bedeutet die Person, die auf alle anderen anziehend wirkt. Und heute in meiner Morgenmeditation habe ich mich in Dankbarkeit an Krishna gewandt. Der uns mit allem versorgt, der hinter allem steht, der die Planeten in der Schwebe hält, derjenige, der die Halbgötter beauftragt in ihren erhabenen Positionen, derjenige, der alles durchdringt und derjenige, der mich jeden Tag auf Schritt und Tritt begleitet, derjenige, der mein Freund ist, derjenige, der mir alle Möglichkeiten gibt, zum Beispiel die Möglichkeit, zeitig aufzustehen, um mich der Morgenmeditation zu widmen. Derjenige, der mir heute meine Gesundheit schenkt und heute meinen Verstand schenkt. Derjenige, der mich mit diesen technischen Möglichkeiten versorgt und mit einem technischen Verständnis, zumindest einem minimal technischen Verständnis, sodass ich dieses Video aufnehmen und hochladen kann. Ohne all diese Geschenke habe ich diese Möglichkeiten nicht. Ich bin nicht unabhängig. Ich bin nicht Gott. Und so wollen wir diesen Kanal einem Bewusstsein widmen, einem höheren Bewusstsein, einem Gottesbewusstsein. Und so habe ich heute meine Morgenmeditation in Dankbarkeit gewidmet. Und das möchte ich mit euch teilen. Hare Krishna. Bis zum nächsten Mal.